Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. So schnell kann aus einer einfachen Frage ein dreiteiliger YouTube-Vortrag werden und ich möchte euch heute hier nochmal schnell was zum Nullpunkt zeigen. Und zwar habe ich hier mal einen Edge-Cut gezeichnet und ich möchte euch heute zeigen, wie man also dieses Werkzeug Referenzpunkt setzen, auch gleich hier in der Zeichnung nutzen kann, und zwar hier mit der Taste S kann ich also in dieses Werkzeug hineinwechseln. Und ich sehe jetzt hier, ich wäre hier auf die Mittelkante, wird schon positioniert, und wenn ich hier klicke, wird unser Punkt gesetzt. Und wenn ich das Werkzeug beende, kann ich auch mit der Taste Z jetzt diesen Punkt hier wieder entfernen. Das war das erste, was ich euch zeigen wollte. Ich werde euch jetzt diesen Punkt hier oben als Rasterursprungspunkt, die linke obere Ecke, nehmen. Und die linke obere Ecke ist genauso wie der absolute Nullpunkt hier oben außen. Hier der Punkt, in den plus nach rechts und plus nach unten gezählt wird, und das möchte ich euch jetzt hier auch gleich noch zeigen. So, also ich setze hier wieder mit S meinen Raster-Referenzpunkt. Ich beende das Werkzeug und möchte euch jetzt zeigen, indem ich hier einen Footprint hinzufüge. Ich füge den einfach mal hier dazu und ich nehme hier mal das TO92. Das ist also so der Standard Transistor, und den positioniere ich jetzt mal hier irgendwo hin. Und dieser Nullpunkt hat ja, dieser Referenzpunkt hier, dieser virtuelle Referenzpunkt hat eigentlich den großen Vorteil, dass ich jetzt hier meine Bauteile genau positionieren kann. Ich beende wieder das Werkzeug für die Bauelemente, klicke hier den Footprint mal an, dass er markiert ist, und jetzt kann ich hier mit Rechtsklick positioniere relativ zu oder mit der Steuerung R-Taste dieses Pop-up-Fenster aufrufen. Und kann jetzt sagen, benutze den lokalen Koordinatenursprung, das ist also dieser absolute Punkt, den wir ja schon kennengelernt haben in den letzten Videos, oder den Rasterursprungspunkt, das ist der, den wir jetzt hier oben, ich breche nochmal ab, hier oben in der Ecke gerade gesetzt haben. So, also der Footprint ist markiert, ich drücke hier mal Steuerung R, unser Pop-up-Fenster geht auf, ich benutze jetzt hier unseren Rasterursprung, also diesen grauen Kreis hier, und ich sage jetzt einfach mal 20 mm in der X-Achse, also in dem Fall nach rechts, und 15,6 mm nach unten. Mit OK kann ich also jetzt bestätigen, und der Punkt, das heißt also hier mein Footprint-Anker-Punkt, das ist der hier in der 1, das sehen wir hier an diesen beiden Referenzlinien, diese blauen Linien, die gehen hier in den Pin 1 vom TO42 gehäutet. Dieser Punkt jetzt hier in der Mitte von diesem Pin sitzt jetzt exakt bei 20 nach rechts und 15,6 nach unten. Ich kann das auch zeigen. Ich gehe mal hier oben auf meinen Referenzpunkt mit dem Cursor. Ich drücke die Leertaste. Damit wird mein differenzielles Koordinatensystem genullt auf diesen Punkt. Und wenn ich jetzt hier nach unten wechsle, sehen wir also, ich komme jetzt hier nicht ganz auf den Punkt, da muss ich mal das Raster umschalten. So, wenn ich also jetzt hier mich in diese Mitte des Footprints hineinbewege, auf diesen Pin 1, sehen wir also jetzt hier 20,0 und 15,6. So, muss es natürlich noch genauer positionieren. So, jetzt sind wir hier also exakt in der Mitte, und ihr seht, also dieser Punkt ist auch exakt gesetzt worden. Das wollte ich euch hier noch zeigen. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Wir sehen also hier ja unser Raster. Dieses Raster kann man auch sehr schnell umschalten, und zwar zwischen zwei frei wählbaren Rastermodi, und zwar mit den Tastenkombinationen Alt und 1 und Alt 2. Das heißt, wenn ich hier zwischen Alt 1 und Alt 2, wird man wahrscheinlich im Video schlecht sehen, wird hier also das Raster umgeschaltet, Alt 1 und Alt 2. Zifferntasten, kann ich dieses Raster umschalten, und die Einstellung dazu findet ihr hier im Menü Ansicht und hier unter dem Punkt Rastereinstellungen. Und wir sehen also jetzt hier den Rasterursprung, das ist also unser grauer
Kreis hier, der sitzt jetzt hier bei 68,6 und 50,8 und ist hier der Bezugspunkt, diese Ecke von unserem EdgeCut. Dann haben wir hier die beiden Raster, die wir durch dieses schnelle Umschalten mit Alt und 1, Alt und 2 einstellen können. Und ich habe hier also mich entschieden für 0,05 mm, also 1,97 mm und die volle Leiste, also das größere Raster mit 2,5 400 mm. So, und wir sehen dann hier noch eine benutzerdefinierte Rastergröße. Das ist also hier die X- und Y-Größe. Die könnte ich jetzt hier auch unterschiedlich festlegen. Das ist, da verbirgt sich die Einstellung hier dahinter. Wenn ich Rechtsklick mache und hier unten auf Raster gehe, dann sehen wir hier unten benutzerspezifisches Raster 0,254 mm, also 10 mm ist hier unten eingestellt. Das könnte ich dann auch nochmal in diesem Menü einstellen unter diesen benutzerdefinierten Einstellungen. Also das heißt, hier unten, das ist der Wert, der dann im benutzerdefinierten Raster angezeigt wird. Ja, so kann ich also sauber Elemente positionieren. Wie gesagt, ich sollte mir angewöhnen, den virtuellen Raster-Ursprungspunkt, den wir hier gerade gesetzt haben, auf diese Ecke mit der Taste S, den hier oben in die linke Ecke zu positionieren, und dann habe ich hier also Plus nach rechts und Plus nach unten, genauso wie das beim absoluten Nullpunkt auch der Fall ist. Ja, das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich denke, jetzt habe ich euch mal alles gezeigt, was man hier so mit Raster und Nullpunkten machen kann und damit auch sauber die Elemente auf den Millimeter oder Zehntelmillimeter genau positionieren kann, meine Bauelemente. Das soll es dann aber auch an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit KiCad und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.